Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal auf Gustav Spielwiese mit dem Video Nummer 2 versucht vom Vampire Survivors. Ja, erste Aufnahme ging leider irgendwie in die Hose, Tonspur war vernünftig von meinem Gesappel und natürlich auch die Audio-Tonspur von der geilen Mucke im Hintergrund, aber irgendwie hat er ein Standbild gehabt. Ich glaube, liegt daran, dass man dieses Spiel halt nicht im Vollbild spielen kann. Deswegen habe ich halt das Vollbild quasi selber integriert mit der F11-Taste. Ja, die Aufnahme hat aber wohl darunter gelitten. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt nochmal zweiter Videoversuch. Das Ganze wird natürlich jetzt im normalen Windows-Fenster gespielt. Man sieht hier im Hintergrund so ein bisschen meine Browser-Geschichten, meine Steam-Sachen, die noch auf sind. Aber alles halb so wild. Mucke, wie gesagt, im Hintergrund läuft und es geht ja heute um Vampire Survivors, ein vom Entwickler Ponzel veröffentlichtes Action-Roguelike Pixel-Art-RPG-Game und zwar im Early Access. Das Ding kam raus 17. Dezember, glaube ich, letzten Jahres und relativ frisch, hat gerade neuen Hype erlebt hier auf Twitch und ich habe mir letztes Mal einen Artikel über dieses grandiose Spiel durchgelesen und habe gedacht, für 2,50 Euro knapp hole ich mir das Ding, hau ein Video raus und ja, wir haben schon ein bisschen was erreicht hier. 202 Taler haben wir ergattert. Wir gehen mal in den Startbildschirm rein. Ich habe im Moment zwei neue Charaktere freigeschaltet. Wir fangen mit Antonio an, der Recke mit dem Lasso. Dann haben wir hier Imelda und Pascalina und Gennaro ist der letzte Recke, den wir hier freischalten können. Für den brauchen wir insgesamt 600 Taler. Ja, ich würde sagen, da ich ein paar Matches mit Antonio gespielt habe, werde ich mit Antonio weiterspielen. Und wir gehen mal rein hier ins Getümmel. Ja, Besonderheit hier im Spiel, Pixelgrafik natürlich und er schleudert seine Peitsche von alleine, ohne dass ich irgendwas drücke. Steuern kann man das Ding entweder mit dem Mauscursor oder wie ich es jetzt beliebe, am besten mit WASD, finde ich angenehmer. Die Maussteuerung sagt mir nicht ganz so zu, habe ich auch im Video Nummer 1, das in die Hose ging, erwähnt. Der ein oder andere hat es sich kurz angeguckt. Ich hatte kurz bevor ich es gelöscht habe, irgendwie 12, 13 Aufrufe. Hoffe natürlich, dass das Video ein bisschen besser geht hier. So. Was müssen wir hier machen? Wir müssen hier Horden von Fledermäusen und Untoten bezwingen. Wir haben hier Kristalle, die wir einsammeln können, diese blauen Dinger. Dazu komme ich gleich nochmal. Live und ungestimmt natürlich, wie immer. Hier im Lagerfeuer gibt es entweder Taler, die wir ergattern können, oder aber auch verschiedene Boni in Form von Feuersturm, habe ich vorhin zumindest gehabt. Und wir gehen mal in diese Richtung. Eigentlich muss man hier primär wirklich gucken, dass man ausweicht, dass man hier die Horden so ein bisschen umläuft und irgendwann mal sich so positionieren, dass man hier den ein bisschen einheizen kann. Wir kriegen im Laufe des Spiels andere Waffen. Auch die feuern sich dann von alleine ab. Gibt natürlich verschiedene Welten. Eine Unmenge an Waffen. Ich glaube 25 oder 27 Waffen habe ich auf Steam gelesen, gibt es hier, die man noch alle so leicht upgraden oder leveln kann. Und dementsprechend kann man dann hier richtig schön Alarm machen. So, wir müssen mal die Horde erstmal ein bisschen hier weglotsen. Ja, warum die Aufnahme letzten Endes nicht geklappt hat, man weiß es nicht. Ich hatte jetzt keine Lust, mal ein OBS einzuschmeißen und da großartig rumzuexperimentieren. Deswegen nehme ich das Ganze mit dem Nvidia-Programm auf. Wie so häufig. Und ich denke mal, das sollte eigentlich für eine saubere Aufnahme reichen. So, jetzt haben wir genug Kristalle und wir können upgraden. Wir können uns jetzt verschiedene Sachen hier aussuchen. Ich nehme gern das Schwert hier. So, das feuert sich dann zusätzlich von alleine ab. Und zusätzlich zu dem Lasso haben wir hier ein bisschen mehr Damage am Start. Hier müssen wir erstmal die Biege machen. Oh, da kommen sie von der anderen Seite. Ja, Early Access natürlich. Ich hoffe, dass sie die Maussteuerung hinkriegen. Falls der eine oder andere sich fragt, man kann es leider noch nicht mit dem Gamepad spielen. Ich habe es schon mal angeschlossen. Aber bei mir zumindest funktioniert es nicht. So, soll aber nichts heißen. So, der Cursor nervt mich jetzt ein bisschen. Der muss ein bisschen weg. So, ich habe mir auch ein paar Streams angeguckt von diesem tollen Spiel hier. Und die meisten haben tatsächlich auch mit Maus gespielt. Aber wie gesagt, mein Ding ist es nicht. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier die Biege machen. Irgendwo kann man auch ein paar Heilungsgeschichten einsammeln. Da kommen die Zombies unten. Oder Skelette. Irgendwann zieht sich die Schlinge natürlich zu und es werden immer mehr von den Horden hier.
So, wir können wieder upgraden. Und ich würde sagen, wir graden mal das Lasso ab. Wir machen das hier mal manuell mit den WASD-Tasten. Und zwar können wir den auf Level 2 bringen. Axt brauchen wir nicht. Wir haben das Schwert. Es gibt noch eine Bibel, die man irgendwie kriegt. Die hatte ich zum Beispiel ein paar Mal bekommen. Und wenn man die dann upgradet, macht die auch ganz schön Schaden. Eine Taube gibt es wohl irgendwie auch, habe ich letztens gesehen. Wir gucken mal. Erstmal würde ich sagen, müssen wir gucken, dass wir hier überhaupt ein bisschen Heilung ergattern. Ja, ist auf jeden Fall mal ein interessantes Spielprinzip. Pixel-Indie-Spiele gibt es ja richtig viele mittlerweile. Aber so ein Ding hier, wo man halt nicht selber per Mausklick attackieren kann, sondern wo das halt immer von alleine passiert, gibt es auch nicht ganz so oft. So, dementsprechend macht das natürlich Laune. Und wie das Thumbnail schon besagt, was ich gemacht habe, das macht schon süchtig, das Spiel ein bisschen. Werde auf jeden Fall die Tage nochmal eine Runde gestreamt abends. Ich habe meinen Channel auch nochmal verlinkt, für jeden, der mal Lust hat. In der Regel bei mir nach Lust und Laune gibt es einfach spontane Livestreams. So, jetzt können wir hier... Ja, nehmen wir ein bisschen Rüstung. Rüstung ist immer gut. Ja, nach Lust und Laune spontane Livestreams. In der Woche meistens ein bisschen mit Mucke und reines Gameplay ohne großartiges Gesabbel. Und am Wochenende dann, wenn ich ein bisschen Zeit finde, dann streame ich auch ein bisschen länger. Im Moment auf dem Programm Monster Hunter Rise, sehr geiles Spiel, PC-Portierung. Dann Rainbow Six Extraction natürlich, auch ein sehr cooles Spiel. Und Vampire Survivors. Nach dem Motto, alle guten Dinge sind drei. So, die Gespenster, die wollen mich ein bisschen ärgern hier jetzt. Ist natürlich auch viel von der Position abhängig. Ich habe jetzt natürlich, glaube ich, insgesamt ist es mal eine vierte oder fünfte Runde, glaube ich. Man kommt eigentlich relativ schnell rein ins Spiel. Aber um das zu meistern, muss man natürlich auch ein bisschen... So, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier... Ja, doch, habe ich geschafft. Ich wusste jetzt nicht, wie stark diese Blumen sind. Ah, die sind schon nicht ohne, die Biester hier. Ja, nach alter Manier werde ich das Video natürlich wieder mal nicht so lang halten. Ich werde jetzt einfach mal gucken. Wahrscheinlich werde ich sowieso abkratzen gleich. So, die Kristalle nehmen wir nochmal mit hier. Und hier können wir auch sehen, hier gibt es Truhen. Level up. Ja, nehmen wir jetzt Armor oder... Komm, nehmen wir die Bibel. Die Bibel mag ich eigentlich ganz gerne. So, da ist die Kiste. Die können wir jetzt öffnen. Enter. Ja, und da haben wir ein bisschen Knete rausgezogen. Was das ist, weiß ich jetzt nicht. Achso, Level 2 Bibel. Okay, hat sie sich automatisch schon abgegradet? Ja, tatsächlich. Wir haben die doppelte Bibel hier und die Bibel gefällt mir, weil die macht so Kreise. Man hat hier einen richtig geilen Radius, mit dem man hier Schaden austeilen kann. Dann kann man auch ruhig mal später mal in die Menge rein. Da habe ich gerade was zu essen gesehen. Ich werde mich mal versuchen. Ah, wird knapp. Wird sehr knapp. Okay, habe ich geschafft. So, der Cursor muss wieder weg. Ja, ich muss schon sagen, ich bin schon auf die nächste Level gespannt. Wie ich schon in dem besagten Video Nummer 1, was leider nicht richtig hingehauen hat, erwähnt hatte vorhin. Bin ich mir nicht sicher, ob es jetzt von Level zu Level noch einen Endboss gibt. Das müsste man mal in Erfahrung bringen. Wenn natürlich einer von euch da Näheres weiß, gerne in die Kommentare reinschreiben. Und natürlich alle Infos, die ihr zu diesem geilen Spiel habt hier, könnt ihr auch gerne mit meiner kleinen, aber feinen Community teilen hier. Leider noch kein Koop. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch mal ein Koop kommt. Im Moment ist es nur einzelspielbar. Wäre aber mal eine geile Nummer, wenn man das hier zu zweit spielen könnte. So, jetzt nehmen wir aber Armor Level 2. Eieieiei.
hat auf jeden Fall was hier. Dass man immer versucht, hier auszuweichen, um zu gucken, dass man hier irgendwie überlebt, das macht schon Bock. So, mit Chance ist hier da. Ja, jawohl. Friss, Gustav, friss. So, nächster Upgrade. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob er das Schwert gegen die Bibel tauscht. Wollen wir es probieren? Wir probieren es. Und wir haben die Arschkarte. Nee, tatsächlich. Er hat alles genommen. Er hat das Schwert, die Bibel und das Tasso. Ja, das macht Laune. Jetzt können wir ein bisschen was mit dem Gedöns hier anfangen. Da kommen die Gorillas angedackelt. So, ein bisschen Kleid habe ich verdient. Ich glaube, na, ein bisschen fehlt noch, um meinen letzten Helden hier freizuschalten. Uiuiuiui. Eieiei. Das war's. Ja, Game Over. Und wir quitten natürlich. Hier haben wir gleich nochmal eine kleine Zusammenfassung, was wir alles erreicht haben, wie viel DPS wir gefahren haben, Damage etc. Ja, New Achievement, Find 5 Floor Chickens, ja, haben wir auch gemacht. Und ab zurück zum Startbildschirm. Und, ja, meine lieben Freunde, wenn diese Aufnahme geglückt ist, werde ich sie heute noch an diesem grandiosen, super mega geilen Sonntagabend hochladen. Ich hoffe, dass sie funktioniert hat. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr es liked, wenn ihr es kommentiert. Falls ihr neu auf meinem Kanal gestrandet seid, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Ansonsten auch gerne die Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Checkt das aus. Sergeant Gustav ist raus. Bye, bye.